Eure Videos. Hi. Na, wie ist so? Alles gut? Ja? Schön. Freut mich. Willkommen zur Folge 167. Ja, so, wenn du in der Mitte fährst. Oha, mit erhobenem Zeigefinger. Wo ist denn der denn? Tja, Maya, ich hatte auch bloß ein Schmunzeln dafür übrig. Was wollte der? Stand Maya zu weit in der Mitte oder was? Oder wieso? Was wollte der? Tobias hat das Video genannt Dreistigkeit hochrot. Das kann man so sagen. Jo, Alter. Ist klar. Da sind 9 bis 10 Bar fliegen gegangen. Und zwar mit einem Schlag. Und das hörst du kilometerweit. Ach guck, hier, ein Lokführer im Urlaub. Es ist halt diese scheiß Gewohnheit, ne? Naja, nicht immer nur die LKW mit ihrem festgefrorenen Eis auf dem Dach. Bei PKW geht's genauso. Aber manchmal ist es halt so, da hast du diese ganze Schicht da oben festgefroren und niemand hammert mit dem Hammer oder mit dem Eiskratzer auf seinem Dach rum vom PKW, ne? Und irgendwann ist es halt durchgewärmt von unten vom Innenraum her. Ja, und dann geht's flöten. Ach, so geht das. Der Mercedes da vorne, der hat die Warnblinker an. Aber der will keine Gefahr mitteilen. Nein, er möchte mitteilen, dass der Fahrer ein Idiot ist. Ne? Das muss man wissen. Corona durchgeführt. Damit haben knapp 9000 Bürger der Prioritätsgruppe 1 die Erstimpfung erhalten und knapp 6000 die Zweitimpfung. Ja, nicht schlecht. Im Alter Grün. Jawohl. Das ist cool. Müssen die Einschränkungen der Grundrechte für sie auch wieder zurückgenommen werden, so mehr Team. Schon wieder so ein Kind von heute, das keine Rolf Zukowski-Kassetten gehört hat. Mann, wenn ein Auto kommt, fahre ich doch wohl an der Seite, oder was? Was machst du denn? Hast du keine Augen im Kopf? Pass das nächste Mal besser auf. Na klar, man kann natürlich auch sagen, die Kinder waren zuerst in der Engstelle drin. Jakob kann keine 1,5 Meter oder 2 Meter Abstand zu den Fahrrädern halten. Also muss er warten, bis die durch sind. Die waren zuerst drin. Kann man natürlich auch so sagen, ne? Nicht nach vorne gucken können, aber abbiegen oder was? Kann doch nur schief gehen, Mann. Wie man sich zum einen jetzt auch wirklich in den nächsten Tagen nochmal anschauen könnte und wieder zum 80er-Filmtag richtig hart feiern. Wir schauen, was waren die Filme, die die meiste Kohle verdient haben, die die größten Flops waren. Welche Filmmusiken haben in den 80ern eine große Rolle gespielt und. Und natürlich wollen wir von Ihnen gerne jetzt wissen, Sonntagnachmittag. Oh, jetzt einfach mal rüberfahren, ne? Also meinen Segen, um den mal anzuhupen, hättest du jetzt gekriegt. Ach, ein Typ, ey. Ja. Dachte ich, oh, der ist wirklich rot. Der lässt mich bestimmt fahren. Ah, wieder so eine Sorte Fahrradfahrer, die dann gerade das ist, was sie will, ne? Jetzt bin ich ein Fahrrad, jetzt bin ich ein Auto, jetzt bin ich ein Fahrrad, jetzt bin ich ein Auto. Ja, ich hasse solche Menschen. Hättest du das mal gefilmt, das wäre lustig gewesen. Ja, hab ich, das habe ich gehabt. Alter!
Alter, bist du verrückt? Kruzifix. Alter. Anon ist anscheinend sehr ungeduldig. Er könnte ja auch einfach warten, bis der andere sich wieder gesammelt hat und wieder rüberfährt. Also, dass man da verträumt links noch einen Augenblick weiterfährt. Also, so schlimm ist es nun nicht, dass man sofort da wieder, also verstehst du. Das ist ja auch geil. Also heute fahren die sich alle einen riesen Scheiß zusammen. Ich weiß, wo die ganzen Beulen in Münster herkommen. Ja. Grüße aus Berlin, Kuhdamm um genau zu sein. Und Erdem schickt uns hier ein Video. Da könnt ihr mir mal genau sagen, was da passiert. Also die Audiospur ist ja nicht zu gebrauchen, da ist es irgendwie zu windig, selbst im Stand. Egal, der Typ scheint aber wieder aufzustehen, was heißt scheint, steht wieder auf. Und ich finde aber gut, dass Julian da angehalten hat, direkt geschaltet hat, direkt umgedreht ist, um zu gucken, oh, alles klar, das ist gut so. So lobe ich mir das. Dankeschön. Ach, und jetzt habe ich erst gesehen, die anderen Radfahrer sind da hinten auch nochmal angehalten. Das ist gut. Aber da drücke ich direkt auf die Kamera. Was macht denn der da? Heilige Scheiße, ist doch genug Platz. Du fährst ja schon den kompletten LKW kaputt, Kollege. Heilige Scheiße. Uiuiuiui. Schöne Grüße aus Finnland. Hier ein paar Rentiere. Von wegen Rentiere. Scheiße, die bewegen sich ja gar nicht. Was für. Die haben ja die Ruhe weg hoch drei. Hilft's ja nicht. Die liegen da, glotzen einen an und dann. Boah, ich hasse solche Menschen, die es nicht schaffen, mal irgendwie in die Spiegel zu gucken. Der hier kriegt ja auch zum Beispiel überhaupt nichts auf die Reihe. Ach, diese Leute, ey, diese Leute. Zwei Spuren gibt's hier. So viel Platz zum Platz machen. Und wie kann man so dicht an einem Fahrrad vorbeifahren? Das ist doch krank! Schön nah vorbeigefahren. Es gibt dann extra eine zweite Spur hier. Ja, ich weiß ja nicht. Kommst du jetzt mal rüber oder bleibst du? Fährst du für eine Kacke zusammen? Von Anfang an in der zweiten Spur fahren. Oh, sie will ganz im Tran im Notarztwagen dabei rot hinterherfahren. Zum Glück passt die Freundin auf. Du darfst nicht bei rot fahren. Ach, so viele Egoisten hier. Naja, gut, den weißen LKW wollte ich auch schon als blöden Egoisten bezeichnen, weil er da vorne dreht. Hab dann aber im späteren Verlauf erst gesehen, der darf da gar nicht hin. Der ist da aus Versehen reingefahren. 7,5 Tonnen da Begrenzung. Und da darf er mit seinem 12-Tonner oder sowas nicht rein. Kannst du mir sagen, warum du so eine riesen Lücke da lässt? Ja, passt gleich mal auf. Die große Lücke bleibt nur so lange, wie keiner kommt. Was macht der da eigentlich? Hat der
da jetzt gedreht oder was? Oh Gott, seid ihr alle bescheuert. Ah, meine Güte. Ja, was macht ihr denn jetzt? Meine Fr- Mann, ey. Gibt's doch wohl nicht. Haben die einen an der Waffel oder was? Zwei Egoisten. Es ist schon unglaublich, was manche für Probleme haben, oder? Bye.